WWE, mein linker Finger tut mir weh. WWE Superstars sind hochtrainierte, professionelle Entertainer mit professioneller Superstars. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt, aber jetzt für diesen Running Gag, weil ihr seid ja alle gerannt, weggerannt. Nee, für diesen Running Gag habe ich einen Orden verdient und muss ich mich schon selber loben. Ne, meine Eltern haben es nie gemacht, nie jemand hat es mit mir gemacht, aber... Ne? Professionelle Fähigkeiten. Deshalb sollte niemand versuchen, nach dieser professionellen Sendung gewöhnlichen Sport zu versuchen. Deshalb sind hochprofessionelle Entertainer mit außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten. Amen. Ne Marsch. Indem man eben weiter an sich arbeitet und seine Gegner hinter sich lässt. Hier sind mehr. Das mache ich jeden Tag. Jeden Tag beschwere ich meine Cappy, mache ein paar Steine rein und schmeiß die auf fröhliche Menschen. Jeden Tag mache ich das. Ich habe zu viel WWE geguckt. Ich will nicht den Kuchen essen. Ich will Kuchen essen. Das sollst du nie machen. Because I don't want to beat the second. Ich will nicht den zwei Besten schlagen. Also, mein Kuchen biete ich ja auch immer an. Ich backe. Ist backen, ne? So Kuchen, da macht man ja irgendwie, ne? Kuchen. Backe ich immer einmal mehr. Also, meine Freundin, ich gucke dabei zu und guck mir die Bänder an. Und mein Kuchen wollen die Leute aber nicht mehr essen. Warum? Ja. Weil die Quecksilbergeschmack nie mögen. Also mir schmeckt's auch nie, aber ne, ich mache halt ein bisschen Quecksilber oben drauf, weil es immer so schön glänzt. Aber die Leute wollen meinen Kuchen nie haben. Die wollen ihn nie haben. Gut, die andere Hälfte ist tot, aber ich da kann ich nichts dafür. Dann sollte auch Dolph Ziggler ran und sich ebenfalls... Das T-Shirt draußen ausziehen, das kann man auch getrost machen. Habe ich im Winter gemacht, gut, haben die Leute ein bisschen komisch geguckt, aber ich gehe mit der Zeit, ich gehe mit der Klimaerwärmung. Und für mich ist im Winter, 15 Grad hatten wir hier, schon relativ warm. Und da haben die mich auch angeguckt, weil ich halt nichts anhatte. Ne? Wegen, ne? Klimaerwärmung. Und die haben mich mitgenommen. In die Gummizelle. Ich bin immer noch in der Gummizelle. Die haben mich einfach mitgenommen. Also kann man schon machen, ne? Man muss halt immer noch mit den Konsequenzen rechnen. Nicht ins Laufen, Mädchen, ist nur Narages Surfbrotlosen. Also unter Umständen. Nee, das lasse ich. Nee, das sollte man wirklich nie machen. Also es, ja, nee. Nee, das machen wir. Nein. Das machen wir. Oh. Da muss ich wirklich recht geben, das sollte man nicht machen, vor allem wenn man kein Profi ist oder wie in meinem Fall fett ist. Ich hab's gemacht, so, ne, ich hab's ja bei WWE gesehen, wie es funktioniert und ich dachte, okay, ich bin Profi. Es hat auch funktioniert, ich hab, da war eine Omi, die hat Pokémon Go gespielt und die war schon weiter als ich und ich wollte halt von der den Account haben. Lange Geschichte. Und ich habe das halt gemacht und ja, der Boden hat einen Schaden genommen, also der ganze Asphalt, der war weggesprengt und die Frau, das war das letzte Mal Pokémon Go, ne, das war das allerletzte, also das sollte man auch nicht machen, das ist wirklich gefährlich. Und die hatten einen schönen Account, ne. Also. Naja, aber ja, auch das. Also, ja. Ob man da, ja, manchmal, ne? Also ganz ehrlich, Post-Move.
Kollege von mir. Der macht zum 50. Mal, macht er das falsch. Ich erkläre den das 50 Mal. Da habe ich manchmal schon so, da würde ich schon so mal machen. Ne? Also wenn man den das 50 Mal, einmal okay, zweimal okay, dreimal okay, viermal kann man auch noch anlernen, sechsmal, achtmal, irgendwann hat man aber genug. Und da kann man so mal machen. Aber niemals Frauen und Frauen untereinander auch nicht. Also schon, aber wenn Frauen untereinander, dann mit Schlamm. Das ist wichtig, Schlamm. Das kann man auch machen beim Finanzamt zum Beispiel. Also, ne, kann man auch machen. Man muss dafür kein Profi sein, ne? Also, da weiß ich auf alle Fälle, was ich beim nächsten Mal machen werde. Da haben sie meine Antwort. Da haben sie meine Antwort. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.